Der umgekehrte Starterstellung, oder? Was war? Habt ihr Startbugs hinten? Ja, ich kann nicht losfahren. Oh Mann. Ich habe mich aber schon wieder im Rückspiegel gesehen. Sorry, Bettina. Alles gut. Verstehe. Weil er es kann. Weil er es kann, genau. Ups, zu spät gewesen. Ja, ciao. Ciao, ciao. Ups. Sorry, das wart ihr schnell. Ah. Entschuldige bitte. Ich stand voll auf der Bremse, ich war aber zu spät drauf. Tut mir leid. Können wir noch vorbeifahren? Ja, alles gut. Ja, ich bin Thomas, ich bin neben dir. Ich bin jetzt gerade zurückgesetzt werden, so ist jetzt dann auch Bettina von da lassen. Fahr einfach weiter, ist okay. Dich nett vorbeigelassen, oder Michael? Das haben wir gut gemacht. Jetzt holen wir uns noch den Stefan. Einspruch. Oh, Penalty für Michael. Fahr durch. Oh, sorry. Fahr durch. War schon am Bremsen. Danke dir. Ja, ich war ein bisschen am Schlittern beim Bremsen. Yes! Ja, ich kann nicht losfahren. Boah, wer kam denn da von hinten? Sorry, Stefan, ganz leicht ich. Aber es war wirklich nur leicht. Ich hab's gespürt, weil ich versucht. Alter, der kam gezuckt. Weil der Lenkrad. Lenkrad? Kommst du in der Rouge? Ja, damit ich den hier nicht hinten reinknall. Eine Sekunde schon. Der Winkel passt nicht. Mann, ja, was soll denn das? Jetzt mal ohne Witz. Hä? Jetzt mal ohne Witz. Mit ohne Witz? Schon zum 5. oder 6. Mal weggerumst worden. Oh nein. Ich bin der Matthias war gerade eben geghostet. Ich dachte, ich hätte noch durch. Oh, Entschuldigung, komm, fahr. Matthias war in der Mitte von eurem Sandwich, was ihr von beiden Seiten immer schön angekeilt habt. Oh, Stefan. Ja, Matthias ist in dem Moment entghostet worden, als ich so neben ihm war. Ja, das ist gut möglich. Und dadurch hat er dann einen Push von mir bekommen. Sorry, Delfino, das alles gut. Wollte ich nicht. Okay. Nee, jetzt wird's hart. Uah. Achtung, ich bin innen. Ja, ich lasse dich vor Ruhe vorbei. Sonst, glaube ich, crashen wir. Ey, dieser Bremsweg. Ey. Also, dass man... Ich weich dir aus und krieg die Strafe. Also,
weiß nicht, was los ist in der ersten Kurve. Also das ist das gleiche Problem wie ich da. Ich krieg den auch nicht um. Das ist irgendwie ganz anders als im Training. Ja. Ja, das finde ich auch. Ich bleib rechts. Ich bin in der Mitte. Ich bin links, Scotty. Jo. Scheiße! So war das nicht gemeint, Scotty. Nee, Mensch, Shadow. Ich finde, das Auto kann man richtig schlecht einschätzen heute. Ja, ich finde, das ist so unkonstant. Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe vor allem den Eindruck, dass man plötzlich aus dem Nichts Abtrieb verliert. Naja, das ist auch wahrscheinlich das vorletzte Rennen mit dieser starken Windschatteneinstellung. Ein gutes Gefühl habe ich auch hier vorne. Das ist Wow. Ach, Michael. Oh! Schön hingefahren. Oh, ich bin auf den Körb gekommen. Ah, scheiße. Bettina, wo kommst du denn her? Aus dem Kiez. Scheiße! Ja. Fährst du neben der Strecke? Ich mache ein bisschen Exkursion ins Bar. Ah. Ich hab Björn im Nacken, nur noch 0,4. Achtung, Björn, ich bin innen. Ich war immer noch innen. Ja, irgendwann warst du dann wieder außen. Na gut, du bremst halt so früh. Der ist von mir übernommen. Oh, Entschuldigung, aber ich war wieder innen neben dir. Du ziehst halt immer rein. Oh. Habe ich mir eben noch schöne Strafe eingeheimst. Ach, Scotty auch, sehr gut. Ja. Genau, und meine, das war bei mir im Qualifying meine erste 28-4er. Ja. Ich glaube, da hat der Windschatten ein bisschen reingespielt, alles. Oh, Bettina sticht da voll rein. Und der Vogt auch. Was? Ich hab den Box von allen Zeiten, sagt man. Ich kann's ja nicht. Boah, Leute, was macht ihr da? Heide, nein. Das geht ja schon wieder vor. Alter. Nicht zu dritt ist nie gesund, Leute, ne? Ich war vorne. Der Unterschied zum realen Nachsterben, dass man mit der Luft sterben kann. Eieiei. Oh, war das gerade? Michael, wurdest du geboxt, Graf? Ja. Oh. Also ich war ganz innen, aber Michael ist einfach rübergefahren. Ich hab schon ganz langsam gemacht. Jetzt haben wir es so sortiert. Spektakuläre Aufnahme vom Start. Ach, definitiv. Also Rouge zu dritt sah wild aus, ja. Huch, hier, hier. Entschuldigung, viel vorbei. Matthias, ich komme auch noch. Was ich? Aber, dich wollte ich nicht vorbeilassen. Ja, du Hundling, du. Oh, jetzt habe ich eh dreckige Reifen. Bleib vorne, Stefan. Achtung, dann gehen wir zwar links, aber ich habe eine Sekunde Strafe. Ja, dann wird es Sekunde dran.
Aber sorry, manch, du bist plötzlich ghostet und dann wieder unghostet. Also war zu fahren, oder? Das glaubst mir du. Also jetzt mal ohne Rhythmus. Oh, sorry, Thomas. Ich hab keinen Rhythmus mit dem Reifen. Diese Kurve wird anders gefahren als mir gerade. Boah, 5 Sekunden seid ihr schon weg. Das ist kein Wunder, so wie wir die ersten Runden gefahren sind. Scotty! Ja, was? Du warst links, ich war rechts. Der Vogt fährt zickzack, ey. Ja. Und dann ist er mal geist, dann ist er wieder da. Okay, das ist gut im Blick. Ich kann das auch, was du gemacht, was ihr zwei gemacht habt. Boah, ist das gezwickert. Irgendwie den Eindruck, dass wenn man mal bremst und dann hat man den Eindruck, es ist zu langsam, dann löst man die Bremse und dann würde das Auto wieder beschleunigen. Ja. Nur weniger langsam. Das ist echt seltsam. Thomas, hatte ich dich denn geschnitten? Nein. Hast du einfach von der Strecke gebracht? Du warst neben mir und bist ein bei mir reingefahren. Wo seid ihr? Es sah so aus, als ob ihr beide gegeneinander gefahren seid oder beide die gleiche Idee hattet. Okay. Also die Box fahren und hab ich einfach verpasst. Fuck. Alles gut. Ey, du hast die Strafe eingefahren, da kann ich nichts für. Micha, welche Bremsbalance fährst du? So wie es ist. Das ist 0. Ja. Ich bin jetzt mal auf minus 2 gegangen. Nee, plus 2. In der Boxeneinfahrt 1 Sekunde verloren. Boxeneinfahrt ist echter Dreck. Oh, Entschuldigung. Ich bin links. Alles gut. Von daher geht's bei dem. Bei dem Porsche ist es schlimmer. Ey, stellst du es nur ein? Nee, kannst du ja nicht machen, wird ja sonst sofort resettet. Ja. Ey, Glückwunsch. Danke, ebenso. Beim Porsche fandest du es aber nicht so schlimm. Das ist schön, mit dem Open Wheel ist es nicht so. Oh, jetzt werde ich noch hier ausbeschleunigt. Ah, 55.000. Das gibt's doch nicht, ey. Oh. Bettina meinte mich noch mal raushauen zu müssen. Entschuldigung. Damit recht wahrscheinlich, oder? Nein. Nicht wirklich. Aber egal. Oh Mann, ey. Schlechter Start. Ist Gott ein Traumstart. Ja, der Scotty ist ein Startmeister. Aber das war's dann auch schon. Und Michael ist on fire. Oh Gott. War genau die richtige Stelle, um abzufliegen. Schön gefunkt bei dir, du. Wieso bremst du denn da? Und das von Thomas. Ich kann die Kurve nicht anders fahren, ohne zu bremsen. So eine große Geschichte da. Jetzt wird's heiß an Platz 2. Oh, da steht der Bühler an der Seite. Hast du ihn gleich. Gleich ist gut. Ja, war klar. Überholmanöver, Stefan. Nee. Doch. Nee. Scheiß Überholmanöver gefahren. Jetzt habe ich auch dreckige Reifen. Nicht so wie Stefan. Ey, das ist gut. Jetzt hier, aber, komm, jetzt hast du ihn.
Das ist doch eine Qual, ey. Ich finde, das Auto ist einfach nur Amok auf der Nordschleife. Unrauf. Ja, aber es ist... Strong. Oh, ja. Unfassbar. Du machst da so einen Mike Rockenfeller-Move. Scotty, was ist los? Ja. Verdabbelt. Ich sage, Matthias macht das auch stark mit seinem Controller hier. Ja, definitiv. Kann man anders sagen. Ich sehe dich noch nicht mal auf der Döttinger Höhe, Michael. Ja, ich bin jetzt an der schon wieder runter. Aber ich habe euch gerade beide kurz im Bild gehabt. Zum die schnellste Rennrunde wird auch noch gewesen. Ah, jetzt hast du es, Matthias. Scheiße. Du bist abgeflogen? Ja. Dreckigen, einmal dreckige Reifen geholt und dann geht nichts mehr. Oh, ja, dann hast du kein Grip mehr. Michael ist durch. Schade. Egal. Yes! Mehr eh um nix. Füßmüll. Eieiei. Asche ist durch. Scotty in der letzten Kurve. Ey, 2 Sekunden dreht sich nochmal. Top, Leute, gut gefahren. Ja, Glückwunsch. Auch das an Stefan. Scotty war ein geiler Fight mit uns. Hat Spaß gemacht. Ja, das stimmt. Am ganz zum Schluss habe ich dann die Konzentration verloren. Aber hat mir auch Spaß gemacht. Und die ganze Saison hat Spaß gemacht. Ja das war echt toll. Wie fühlen Sie sich denn als frisch gebackener Champignon? Ja, als frisch gebackener Champignon. Ja, ganz schön paniert, muss ich sagen. Nee, war wirklich toll. Das Rennen lief gut. Das war auch so ein bisschen meine Taktik. Einfach vom Start weg, wenn es geht, vorne wegzufahren und dann zu gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Und ich wusste so ungefähr, was tempomäßig geht. Und ja, der Stefan hat einen Fehler gemacht, den ich so als größten Konkurrenten angesehen habe. Beim Training war er deutlich schneller gewesen. Und hat sich seinen Reifen dreckig gemacht und danach konnte ich es dann ruhiger angehen und das Ganze nach Hause fahren. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke sehr. Und Stefan, was sagst du zu deiner Entschuldigung? Das deutlich, was Michael sagt, war nur eine Sekunde. Ja. Wie war denn dein Fehler? Ja. Ja, ist ja deutlich, ne? Ja, definitiv deutlich auf der Nordschleife. Also auf der Nordschleife ist eine Sekunde schon ziemlich deutlich. Ja. Ich merke das schon. Nee, also die Konzentration war nicht so gegeben bei mir heute. Und hatte dann zum Glück noch einen engen Fight mit Scotty. Der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir das nächste Jahr wieder wiederholen können auf der Nordschleife, einen engen Fight. Diesmal mit Michael zusammen.